der Flickplan auch schon echt geil, muss ich sagen. Er traut sich jetzt auch immer mehr. Und sieht auch schicki aus, wa? Der sieht jetzt Traum aus, ja. Endlich der grottige Grün weg. Ja, so sieht er übrigens auch mal schön bissig aus. Das Neongelb sieht man auch gut. Genau. Das ist geil. Das hat schon was, wenn man zu Musik fliegt. Ja, was? Ich mach das gerne. Aha. Und er hat auch letztens. Hast du auch schon immer gemacht? Ja. Der hat letztens auch. Ist er 6 Minuten in der Luft gewesen mit seinem Hubschrauber? Ey, hat er auch Sven, ja. Dran? Ja, ja. Aha. Und er hat so, wusste der landen nach 6 Minuten? Ja, wo sind die 6 Minuten hin, ey? Krass. Ja, kann schon vorkommen, wenn du dabei noch Musik hörst, irgendwie verliert sich die Zeit ganz schön. Ich sag ja, guck mal, was weiß ich, mittlerweile drauf mit seinem Logo. Ja, deswegen ja. Das ist echt unglaublich. Ich hab wohl zu ihm gesagt, also raus damit. Warum mal wieder verkauft? Naja, oder verkaufen will. Naja, weil ja links. Da steht nur oben. Naja, er muss fliegen, meine ich. Er ist zum Fliegen da und nicht zum Stehen. Richtig, guck mal, wie eng der das aufmacht. Ja, sauber. Er kann ja auch tropf fliegen. Er hat auch echt wieder eine Menge dazugelernt, seitdem wir auch wieder zusammen fliegen sind. Weil ich ja gesehen habe, dass er dann ziemlich da Ende Februar, März da übelste Schwierigkeiten hatte. Ich sag mir, lass mal irgendwie treffen, dann kann er sich mit mir mal ein bisschen austauschen, sich mal ein bisschen den Kummer von der Seele reden halt auch, weißt du? Weil ich das auch erst Ende letzten Jahres hinter mir habe, sozusagen. Das ist grauenhaft, Wort, ja. Von daher war das vielleicht auch ganz gut, dass er mal wieder mit mir rauskommt. Wie er den mittlerweile durch die Luft buxiert, ey. Echt angetan. Ja. Ich sehe nur Jane fliegen. Ja, klar. Er fliegt ja auch ruhiger wie ich. Vielleicht, der letzte Flug, der war ein Traum. Der hat mir richtig gefallen. Ich muss ab und der zu, war schön. Ab und zu muss ich mal den Heli wirklich auch durch die Luft katapultieren. Ich habe so wirklich dieses Bedürfnis immer danach. Das ist schlimm. Ich weiß auch nicht warum, woran es tatsächlich liegt. Vielleicht, weil man es dann mittlerweile kann oder. Ne? Das kann gut sein, ja. Wobei ich natürlich, wenn ich einen Timo Wendland natürlich fliegen sehe, mit seinem schönen, ruhigen Flugstil, ist natürlich auch immer Wahnsinn. Wie gesagt, dann definitiv, wenn du alle fragst, wie gesagt, ich frage gerade so Außenstehende manchmal so, wenn sie die Videos hier sehen bei mir, definitiv die ruhigen Stile gefallen ihm besser.
Ja, man kann mehr sehen. Du kannst natürlich viel besser die Figuren sehen, natürlich. Hm. Aber wenn du ihn schnell durch die Luft jagst, ist es halt aufregend. Also spektakulär. Es hat beides was. Definitiv. Also im Endeffekt will ich beide Flugstile haben. Mal einen Akku einen schönen smoothen, einen anderen Akku richtig schön vereinzelt. Weißt du? Mal so, bitte. Je nachdem, wie man gerade Lust und Laune hat. Hm. Man muss ja sich nicht nur auf eine Sache beschränken. Nö. Oder? Nee, da haben wir jetzt, wo man sich wohlfühlt eigentlich. Genau. Hier der Säule guckt hierher. Seht doch mal. Sauber! Hey. Stopp!